Heute gibt es wieder ein Abonnenten der Woche und zwar ist das Simon Freitag. Wenn ihr Abonnenten der Woche werden wollt, einfach abonnieren und seid automatisch in der Verlosung. Auf geht's zum Video. Bam. Chiche, ça va, bonsoir. On a une nouvelle Episode de Team Vertung dans ma chaîne. Alors, ich habe einen ganz besonderen Trikot angezogen und zwar von Lionel Totti. ich bin heute wieder gut gelaunt, ne? Let's go, bam. Beim letzten Mal hatte ich euch gefragt, das Team von Paul zu verbessern und da hat MSV Jonas geschrieben, Kimpembe für Paulista, Buffon für Neto, Goretzka für Thiago, Caligiuri in Form für Kimmich und Willian für Lukas. Vielen Dank für die Verbesserung und wir kommen zum ersten Team. Bam. Das erste Team kommt von Simon, er folgt mir beigetreten Dezember 2018. Übrigens der Follow auf Twitter, also das ist Voraussetzung, wenn ihr drankommen wollt in die Folge. Da habe ich einige gesehen, die mir nicht gefolgt sind, die ich sonst drangenommen hätte, nur so als Info, weil ich denke mir, ich supporte lieber Leute, die mich supporten. Auf jeden Fall schreibt der gute Simon. Hashtag PS4-Share, Hashtag Shish-Team, moin, ja, das ist mein Team. Untradable sind die roten Karten, Lelena und die POTMs, sowie die gesamte Bank. Habe noch circa 500.000. Würde mich freuen, wenn du unser Team verbessern würdest. Gucken wir uns das Team doch mal an. Da haben wir nämlich im Tor Lloris, dann haben wir in der Verteidigung Valencia, Davinson Sanchez, dann Godin und Hernandez. Im Mittelfeld haben wir Partey, dann haben wir Kanté und Adam Lallana. Vorne haben wir Riyad Mahrez, dann Pierre-Emerick Aubameyang und Eden Hazard. Genau, oui, Triple A heißt das Team. 4-3-2-1 ist die Formation, 187er Bewertung, französischer Trainer. Salut. Wir haben hier die Atletico Madrid-Ecke auf der linken Seite, dann haben wir auf der rechten Seite die Premier League. Also eigentlich außer diesem Dreieck. Ist ein sehr, sehr geiles Team. Das Team ist insgesamt 1,3 Millionen wert. Also einiges. Und da habe ich mir was überlegt, was man machen kann mit den 500.000. Das erste ist mal, was mir nicht gefällt, ist Valencia, rechter Mittelfeldspieler, auf RV zu spielen. Ich meine, klar, ist ein rechter Verteidiger, aber nicht in dieser Version. Und da würde ich doch dann eher den normalen Valencia nehmen, weil wenn du dem dann den Anchor-Chemistry-Style gibst, ist der schneller, ist stärker in der Verteidigung und physisch stärker. So, von daher, ja, würde ich das als erstes machen, da den normalen Valencia reinstellen. Dann als nächstes würde ich Davinson Sanchez verkaufen und mir dafür die Ikone Sol Campbell kaufen, die Base-Icon. Dann als drittes würde ich Courtois für Lloris holen. Das ist nochmal ein Upgrade auf der Torwartposition und auch auf der Innenverteidigerposition. Sol Campbell ist einfach nochmal deutlich schneller als der als Davinson Sanchez. Und von daher denke ich für die Innenverteidigung auch ein super Upgrade, meiner Meinung nach. Also ich sehe auf jeden Fall, du magst SBCs. Du hast auf der Bank auch noch Toni Kroos, dann hast du noch Skriniar und ganz viele nice Karten, alle untradable. Cooles Team, das wären meine Verbesserungen dazu, wie ich denke, dass du das Team nochmal ein bisschen aufpeppen kannst. Schauen wir uns nochmal hier die Community-Verbesserungen an. Da kommt hier eine von Tom. Und zwar würde er die Godin-Ecke raustun und das Dortmund-Dreieck reinstellen. Rasiert die Bundesliga gerade gut. Ja, ja. Wäre auf jeden Fall sein Vorschlag. Kommen wir zum nächsten Team. Das kommt nämlich von Niklas Hinneberg. Folgt mir, beigetreten Dezember 2017. Ja, er schreibt, Hashtag Shish-Team. Hi, Shish-Tube und Community, habe zurzeit dieses Team und 50.000 Budget. Auf der Bank ist Matic, Company und Paulinho Poti untrade. Würde mich über Verbesserungen freuen. Hashtag PS4-Share, sorry, Hashtag PC-Share und Hashtag FIFA 19. Kommen wir zum Team. Da haben wir nämlich im Tor Adan. Dann haben wir in der Verteidigung den Mann mit dem interessanten Namen Odriozola. Dann haben wir Nacho Fernandes, David Luiz und Robertson. Im Mittelfeld haben wir Fernandinho, Fred und Casemiro. Vorne haben wir ebenfalls drei Brasilianer, und zwar Willian, Gabriel Jesus und Felipe Anderson. Future Amana heißt das Team, 184er Bewertung. Was würde ich hier machen? Das Team ist 70.000 wert, also ein starker Kontrast zum Team davor. Also, was würde ich machen? Ich würde als erstes mal den Rechtsverteidiger austauschen, und zwar gegen DeMarcus in Form wäre das erste, was ich machen würde. Das zweite wäre David Luiz raustun und dafür Alvaro in Form reinstellen. Und dann, dadurch, dass Robertson nicht mehr auf volle Chemie kommt, jetzt würde ich ihn austauschen gegen Mondi. Und als viertes dann, ich meine, wenn du den eh schon gemacht hast, Paulinho Poti für Felipe Anderson rein. Er ist zwar ein bisschen langsamer, aber ist schussstärker und kann besser passen und so weiter. Und ja, ich denke mal, damit machst du nicht so viel falsch.
wäre so meine Empfehlung oder meine Verbesserung. Gucken wir mal, was ihr so verbessert hättet. Tom sagt, linker Verteidiger Alonso, Stürmer King in Form und ZDM Khedira mit Benatia, Cuadrado und Cancelo. Florian Ecker schreibt, linker Verteidiger Mondi und rechter Verteidiger Carvajal. Und dann haben wir hier noch eine weitere Verbesserung von Du aber besser. Und ja, er würde das hier machen mit dem Team. Wobei, Pato ist nur eine Leihkarte, ne? Pato ist nur eine Leihkarte, wenn ich das richtig sehe, da auf der Bank. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Team. Das kommt nämlich von Simon Höfgen, folgt mir beigetreten April 2017. Ja, er schreibt, Hashtag Schießteam, hey Lukas und Gnabry sind an Trade, Budget 100.000, kann aber auch überschritten werden. Und er schreibt dazu noch, würde Lever, Lukas, Gnabry und Ben Yedder, wenn es geht, behalten, wenn nicht, dann nicht. Ja, schauen wir mal, was wir machen können. Auf jeden Fall haben wir hier in seinem Team im Tor Ederson. Dann haben wir in der Verteidigung Walker, Davinson Sanchez, dann Laporte und Hernandez. Im Mittelfeld haben wir Wissam Ben Yedder, dann Tolisso und Fabinho. Vorne haben wir Lukas, Lewandowski und Serge Gnabry. Das Team nennt sich BBM ist die Gang 2 oder BBM ist die Gang oder ich bin ehrlich gesagt nicht ganz auf dem aktuellen Stand, was BBM heißt. Ist das Boss und Banger Musik? Wäre so mein Tipp, aber ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da genauere Informationen zu habt. 183er Bewertung hat das Team und ist insgesamt ohne die SBC-Spieler 430.000 wert. Ja, was würde ich machen mit dem Budget von 100.000, was überschritten werden darf? Ich würde als erstes mal die gute Tür raustun, und zwar Laporte. Ich weiß nicht, den feiere ich jetzt nicht so, den würde ich austauschen, und zwar gegen Umtiti. Das wäre das Erste. Und dann würde ich Ederson ersetzen gegen Lloris, damit das chemietechnisch aufgeht. Und ich denke auch, Lloris ist ein bisschen besser als Ederson im Tor. Das wären so meine Verbesserungen bei BBM ist die Gang 2. Ich würde aber gerne BBM ist die Gang 1 sehen. Ich sehe auf der Bank aber nur Bronzespieler. Ja, das ist auf jeden Fall kein ganzes BBM ist die Gang 1 Team. Wie auch immer, gucken wir mal, was ihr schreibt. Da sagt Hagelfrock, Grüße an dich, ist wieder am Start. Haben mir einige in die Kommentare geschrieben, wo ist eigentlich Hagelfrock? Da ist Hagelfrock, er war nie weg gewesen. Rechter Innenverteidiger Van Dijk, linker Innenverteidiger Umtiti und Torwart Lloris. Dann Waschbecken. Er hat so geile Namen manchmal, ne? Waschbecken schreibt, Witzel für Tolisso, Dembélé statt Ben Yedder, würde ich auf der Bank lassen. Van Dijk statt Laporte und Mondi als Linksverteidiger. Dann Daniel von Germany's Next Topmodel 2019 sagt, als linker Verteidiger würde ich Mondi, als linker Innenverteidiger Umtiti und als rechter Innenverteidiger unter Mendy spielen. Dann Daniel, der nächste Daniel sagt, mach Laporte SBC und Van Dijk anstatt Sanchez. Philipp sagt, Lever, Wagner, CL und für die Coins Vertonghen CL holen. Vertrau mir, der ist krank. Der Wagner? Interessant. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, aber kann man mal testen. Dann Tom schreibt Lewandowski raus und Sandro Wagner CL rein, ebenfalls. Okay, mit den Coins vielleicht Icon sparen. Und Mamusic, Kilian sagt für Tolisso Matuidi. Alles klar, kommen wir zum nächsten Team. Das kommt nämlich von Vaisel. Folgt mir auch, Deutschland, beigetreten November 2016. Er schreibt, Hashtag Schießteam, hey Jaja, was würdest du an meinem Team verbessern? Budget 950.000, Hashtag PS 4-Share. Er hat im Tor Courtois, dann haben wir in der Verteidigung Demarcos, Varane, dann Chiellini und Alexandro. Im Mittelfeld haben wir Parolo, dann haben wir Milinkovic, Savic und dazu Stoichkov, die Ikone. Und vorne im Angriff dann Mohamed Salah, dann Kevin De Bruyne und Eden Hazard. Genau, Eden Hazard FC Comeback nennt sich das Team, 184er Bewertung. Dieses Team ist insgesamt 3,5 Millionen wert, ohne SBC-Spieler, sprich ohne Untradable, sagen wir es mal so, weil Parolo ist ja eigentlich keine Untradable, keine SBC-Karte, aber ja, also die müsst ihr auf jeden Fall rausrechnen und dann habt ihr den Wert. Sehr teures Team, sehr nices Team. Auch schwierig zu verbessern. Wir haben ein Budget von 950.000. Das gibt uns natürlich ein bisschen Freiheit, hier was zu machen. Man kann natürlich eine Ikone kaufen, aber es gibt nicht so viele Positionen, an denen man irgendwas ändern könnte, theoretisch. Also klar, Torwart-Ikone, aber wäre komplett unnötig. Dann in der Verteidigung geht eigentlich nichts. So, du müsstest da halt... Nee, da geht halt wirklich nichts, ohne dass du irgendwie einen anderen nicht mal auf volle Chemie bringst. Außer vielleicht Roberto Carlos oder sowas, aber... Ja, nicht mal das, guck mal. Vorne ebenfalls nicht, De Bruyne muss spielen wegen Hazard und umgekehrt. Und Milinkovic, Savic und Parolo haben auch einen Strong Link. Das heißt, es ist nicht so leicht,
hier was zu machen. Aber was ich überlegen würde zu machen, wäre die rechte Verteidigerposition meiner Meinung nach abzugraden. Und zwar gegen Lala Second in Form für Demarcus. Was man auch machen könnte, wäre Meunier in Form, wäre eine weitere Alternative. Je nachdem, ob du auf Größe oder auf Pace Wert legst. Aber wir gehen jetzt einfach mal mit Lala Second in Form. Und ich würde auf dem rechten Flügel aufgrund von besseren Ausdauerwerten und stärkerem Fuß und mehr Skillsternen Salah austauschen. Und zwar gegen Mahrez Second in Form. Das wären so meine Verbesserungen zu diesem Team, zum FC Comeback. Mal gucken, was ihr so geschrieben habt dazu. Hagelfrog schreibt, linker Innenverteidiger Campbell Prime und rechter Verteidiger Lala Second in Form. Ja, was, wenn wir Campbell Prime da reintun würden für Chiellini? Ja, wird das aufgehen? Wird das aufgehen? Wahrscheinlich, ja. Das wird tatsächlich noch aufgehen. Ne? Aber Chiellini ist halt die Frage. Naja, das kann man auf jeden Fall machen. Campbell Prime und rechter Verteidiger Lala Second in Form, ja. Dann Serjan schreibt, Carvajal in Form für Demarcus. Parole raus. Dafür 86er Girard und Nainggolan für Milinkovic-Savic. Dann FIFA-Zocker 13 sagt, nimm als rechter Verteidiger Carvajal in Form und anstatt den goldenen Salah auch den in Form. Matthias, you never walk alone, schreibt, rechter Verteidiger Lala second in Form. Und du aber besser, schreibt Campbell Baby für die linke Innenverteidigerposition, Alexandro in Form auf LV, dann Lala second in Form auf RV und Mahrez auf RF. Also er hat eine sehr ähnliche Verbesserung wie ich im Großen und Ganzen, bis auf Campbell und Alexandro. Aber klar, upgraden kann man immer. Jonas schreibt ebenfalls Campbell in die Innenverteidigung. Ja, also alle plädieren hier für Campbell statt Chiellini. Kann man auf jeden Fall machen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Chiellini lassen oder das Geld in Campbell stecken. Kommen wir zum nächsten Team. Das kommt nämlich von Phil Köhler. Folgt mir, beigetreten Juli 2009. Also ein Twitter-Oldschool-Guy. Ja, er schreibt, das ist der erste Tweet oder was, seit 2009. Phil Köhler schreibt, Hashtag Schießteam, moin, habe ca. 500.000 für Spieler, eventuell durch Verkauf mehr. Würde mich über Tipps freuen, liebe Grüße, Hashtag PS4Share. Komm mal zum Team, da haben wir nicht im Tor, Courtois. Dann haben wir in der Verteidigung Lala Second in Form, Varane. Dann haben wir Sergio Ramos und Mondi. Im Mittelfeld haben wir De Bruyne, dann Kanté und Pogba. Vorne haben wir Mbappé, dann Erdogan Crespo und zusätzlich Eden Hazard. Alte Herren heißt das Team, 187er Bewertung. Warum heißt das alte Herren? Mbappé ist doch relativ jung. Ich glaube, Lala ist auch noch nicht so alt. Varane ist auch nicht der Älteste. Naja, wollen wir nicht weiter da ins Detail gehen. Jürgen Klopp ist der Trainer des Teams. Und wir haben hier die Premier League, wir haben hier die La Liga und wir haben hier die Ligue 1 insgesamt und Crespo dazu noch. Und ein Budget von 500.000. Ja, da seid ihr wieder gefragt. Was sagt ihr? Wie würdet ihr dieses Team hier verbessern? Da bin ich sehr gespannt, was ihr so zu schreiben habt oder wie ihr das Team zu verbessern habt. Einer von euch wird im nächsten Video wie immer prominent gefeatured werden. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, folgt mir und uns bei Instagram, mir bei SheeshTube, @SheeshTube und uns bei @SheeshTeam. Da gibt es Teambewertungen und alles drum und dran. Keyspieler und eure besten Puls könnt ihr da einsenden und so weiter. Also sehr viel Content zu Grundsätzlich, wenn ihr bei der Folge dabei sein wollt hier im Video, ne, dann geht auf Twitter, wisst ihr Bescheid. Wie das genau funktioniert, steht auch alles in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, drückt auf die Glocke und abonniert, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Sinne. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I kept everything inside.